Ja, Heidio, mit Farmbox. Und mein Vater ist tot. Nein, ist er nicht. Oh, das ist jetzt einfach ein Tutorial, wie man Minecraft runterlädt, sich installiert, beziehungsweise sich Account registriert. Und ja, wir kommen jetzt, ihr geht jetzt auf den Browser und schreibt dann www.minecraft.net. www.minecraft.net. Und das ist die offizielle Seite vom Erfinder Notch, der Schwede. Buxi. Ja, und jetzt gerade da kann man Demo runterladen, da kann man nur Singleplayer spielen, alles aber auch machen. Und hier kann man das Spiel downloaden. Also, beziehungsweise kann man hier jetzt kann man ja Minecraft runterladen und hier kann man Minecraft Server runterladen, damit man Multiplayer machen kann. Gut, aber wie kommen wir zu kaufen? Ihr erstens müsst ihr euch registrieren. Registriert euch und ja. Ich mache mal kurz eine Pause und nachsehen wir uns gleich wieder. So. Ich habe mich jetzt angemeldet und theoretisch könnte man es jetzt auch Multiplayer spielen, aber da gibt es noch einen Fehler. Da steht es mal jetzt nicht als Premium hat. Ich habe mich jetzt angemeldet, aber habe es kein Premium. Deswegen geht ihr auf Buy Now. Dann seht ihr schon ins Store. Hier kann man auch viele schöne Sachen runterladen, also kaufen. Wie das da. Das hätte ich gern. With Sound. Da kann man draufklicken und so was. Und dann kann man sehen den Preis. Sehr billig. Trotzdem sowas hätte ich gerne. Und dann geht ihr hier auf Buy Minecraft Service Account. Hier kann man also von der Xbox. Und hier Pocket Edition für iOS und Android und so weiter. Und hier kann man es als Geschenk machen, aber wir wollen jetzt selbst kaufen. Ihr klickt da drauf, kostet natürlich 20 Euro, braucht. Ja, sehen wir schon gleich. Gott. Nee. Was sieht denn mit dem Schrank an, Leute? Mach kurz mal eine Pause. Gott, ich habe jetzt mal einen Account gemacht. Und da kann man jetzt. Ich habe es jetzt hier gemacht. Hier kann man alles machen. Hier kann man sich da einschauen, ob es Geschenk oder Ding ist. Und dann geht da runter und dann kann man sehen, mit welcher Art man es bezahlen muss. Und zwar hier gibt es jetzt einmal Visa. Kann man als Visa Card bezahlen. Einmal von Mastercard, einmal von Sofortüberweisung. Einmal von PaySafe Card. Also man muss einfach Tankstelle gehen und da PaySafe Card für 20 Euro machen. Dann noch hier mal PayPal. Ihr drückt da drauf. Gibt es ein alles. Ja, dann. Gibt es alles ein und danach sollte es ja nicht laufen. Ich mache jetzt einfach mal eins. Ja. Gott. Ich habe jetzt PayPal gewählt. Ich war nein. Gott. Du hättest deine Mutter Gott. Danach kann man hier schon sehen. Minecraft 20 Euro Warenwert als eine Anzahl. Okay. Na, kann man hier einfach ihre E-Mail-Adresse und danach von PayPal das Passwort und sowas. Danach kann man einloggen und danach hat man schon bezahlt. Wenn man auf PayPal, glaube ich, geht. Die kann ich kenne es nicht. Ich mach kurz mal mit PaySafe. Gott. Mit PaySafe will ich eher machen. Was mach ich? Der Video ja genommen. Ich sen bunu izledin ya. Aa, bunu izledi. Okay, tabi ben şimdi sürekli başla kadar. Ona kaman ya, kontu yuşmak etsin ona na. Kaman da setsin ahın. Okay, das ist, habe ich das davon gemacht. Ich hasse das, den Biber, ich will ihn dann umbringen, aber ich habe keinen Namen gefunden, also habe ich irgendwas hingeschrieben. Na, gib aber hier den Pin ein. Da drauf, bezahlt hat man schon das bezahlt und hat da ein richtiges Account. Und dann kann man das runterladen, wie ich schon gesagt habe, kann man das anmelden. Ich habe jetzt die 1.5.2, ich habe es nicht gekauft.
Das ist ganz einfach, man schon im Kopf, kann man in allen Server reingehen und sowas. Da kann man auch Technik launchen, aber das ist ein sehr cooler Mod. Und so, okay. Das war's mit diesem Tutorial, mal Minecraft, wenn man es bei Minecraft, wenn man Minecraft installiert und sich auch einen Account macht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, wenn ihr es mögt, macht auch ein Like. Teilt auf Facebook oder halt, wo ihr wollt, oder wenn jemand mal Minecraft kaufen oder so, und ihr nicht aus der Parat wisst, wie ihr ein Ding, Account macht. Okay, ich war's, euer Image von Boxsech. Ich sage jetzt tschüss. Abonnieren nicht vergessen und Heidi ho! Alter, das klingt schon wieder schwul.